Wall Street schlossen heute der Dow und der S&P 500 auf einem Rekordhoch. Weinliebhaber können ihr Steckenpferd jetzt zu einer rentablen Anlage machen. Die Preise sind in Rekordhöhen gestiegen. Besser in Wein als in Gold investieren. Wenn Sie sich eine erlesene Weinsammlung wünschen, sollten Sie jetzt kaufen. Haben Sie 61er Chateau Lafleur verkauft? Ich schmecke den Chardonnay heraus. Haben Sie eine oder mehrere Magnumflaschen 61er Chateau Lafleur verkauft? Ich fand das dreist. Wer hat diese Flaschen geprüft? Eine Note von Holunderblüten, Früchten und Blättern. Das ist die Macht der Suggestion. Hatten Sie Grund zur Annahme, dass der Wein gefälscht war? Wein ist eine lebende Substanz. Er ist kein Werkzeug, kein Getränk, kein Auto und kein Tisch. Wein ist lebendig. Sehen Sie, wie verdreht und gewunden die Weinstöcke sind? Diese Schnitttechnik, die praktisch nicht mehr angewandt wird, nannte man früher den Gobelet-Schnitt. Mit der Zeit sind die Verzweigungen gewachsen und es entsteht der Eindruck von Statuen. Das wirkt recht bizarr, vor allem in der nebligen Jahreszeit. Aber auch das ist Teil unserer Geschichte. Ich heiße Laurent Ponceau und bin Winzer in Burgund, auf einem Weingut in Moret-Saint-Denis, das meine Familie 1872 gegründet hat. Wir haben das Glück, auf diesem Weinberg noch über die alten Rebsorten zu verfügen. Der Wein, der daraus entsteht, ähnelt dem, den unsere Vorfahren einst getrunken haben. Diesen Wein liebt oder hasst man. Und wer ihn liebt, ist süchtig danach. Das ist sicher. Den Clos de la Roche haben wir sorgfältig getrennt gehalten. Der Geist des Burgunders ist einzigartig. Das Etikett sagt nicht nur etwas über den Wein, sondern auch über seine Geschichte und Kultur aus. Die Empfindungen beim Trinken dieses Weines sind unbezahlbar. 72, two bottles. Wow, 9,000, 5, 10,000. $10,000 bid now for these at 10. At $10,000, give me 11. At 10,000. $10,000 now for 10,000. 11,000 these now for 11. Give me 12. 11,000. $11,000 I have now at 11,000 in the orders. Boom, 1019. Richtig beliebt wurden die Auktionen in den 90er Jahren mit dem Dotcom-Boom. Damals verdienten alle viel Geld und es entstand eine Szene sehr wohlhabender Sammler, die sich bei diesen Auktionen versammelten, um zu sehen und gesehen zu werden. Dadurch schossen die Preise in die Höhe. 5,005, last call at 5,500, pass then at 5,500. Ich bekam diese seltsamen E-Mails von einem mir unbekannten Absender. Darin wurden Abende beschrieben, an denen sehr wohlhabende Sammler 1945er Romanée Conti und 1955er Petrus tranken, also wirklich sehr teure Weine. Schließlich erfuhr ich, dass die E-Mails von John Capehorn stammten, dem Geschäftsführer des Auktionshauses Acker Merrill & Condit. OWC, 12 bottles from 1990, Romanée Conti. Do not make 12 bottle OWCs anymore. Capehorns Geschmacksbeschreibungen waren sehr anschaulich. Er verwendete ungewöhnliche Ausdrücke und entwickelte interessante neue Metaphern. Diese Kultur erreichte ihren Höhepunkt unter der Führung von Acker Merrill & Condit und einer Gruppe namens Angry Men.
Ihre Mitglieder trugen alle Spitznamen wie Mr. Angry, Big Boy und Hollywood Jeff. Hollywood Jeff. Wir haben gestern die Tequila-Party verpasst. Das war es wert. Ja, war es. Ich habe viel von dem 1907er Madeira getrunken. Dieser Wein war sehr vielschichtig. Ja, er schmeckte nach Kokosnuss, Muskat und Espresso. Er war ausgesprochen vielschichtig, nicht? Der 88er hat sehr viel Säure. Er kann unglaublich sein, je nach Jahrgang. Der 88er hat viel Säure. Absolut. Den 96er Champagner muss man kaufen. Wenn ihr den nicht bezahlen könnt, kauft Jahrgang 2002. Wenn der auch zu teuer ist, trinkt Bier. Teure Weine trinkt man am besten in Gesellschaft. Je mehr Leute, desto besser. Diese Weine sind wirklich teuer. Wir treffen uns 8-mal im Jahr. Einer ist jeweils der Gastgeber und serviert die Weine aus seinem Keller. Auf den Namen Angry Men kamen wir, weil wir zu Einladungen oft mit einer wirklich guten Flasche Wein erscheinen, während alle anderen richtig schlechten Wein mitbringen. Das ärgert einen dann. Wir wollten uns einfach nicht mehr ärgern und so musste bei uns jeder seine Spitzenweine mitbringen. Ich habe den Burgunderwein durch Rudy Kernewan kennengelernt. Rudy lud mich zu einem Treffen der Angry Men ein und dort traf ich die ganze Gruppe. Ihre Abendessen waren immer sehr extravagant. Im Laufe des Abends kamen Weine im Wert von $1.000 bis $200.000 auf den Tisch. Das war ziemlich außergewöhnlich. Diese Leute hatten, was wir in Amerika Fuck You Money nennen. Ich habe einen Bonus von 3 Millionen bekommen, eine davon werde ich verschleudern. Das ist dann Fuck You Money. Sie können es verschwenden, ohne sich Gedanken zu machen. Solche Summen bekommen die meisten Menschen nie zu sehen. Uh-oh, here she comes. In der Welt der erlesenen Weine bewegen sich fast nur Männer. Als ich jünger war, wollten bei Weinproben immer alle wissen, wessen Freundin ich sei. Dabei hatte ich einen wichtigen Job. Ich war Leiterin eines großen New Yorker Auktionshauses. Anfang 2001 fiel mir bei unseren Auktionen erstmals ein dünner, unbeholfener junger Mann auf, der Weinliebhaber war. Damals bot er noch auf Paul Meyer Merlot. Das ist ein Wein, den ich mit Rudy verbinde. Ein Wein von hoher Qualität, aber mit einer Null anstelle von 4 Nullen. Merkwürdigerweise rief er mich 1,5 Jahre später an und sagte, er müsse mich treffen, weil er wertvolle Weine ersteigern wolle. Ich fand das seltsam, denn ich erinnerte mich an einen unbeholfenen Jungen, der kalifornischen Merlot trank. Sein breites Wissen hat mich sehr beeindruckt. Er hat mich fast alles gelehrt, was ich weiß. Er war eine Kultfigur, alle sprachen über ihn. Seine Herkunft war sehr mysteriös. Woher kam er? Seine Berühmtheit beruhte auch auf seinem sagenhaften Gaumen. Der beste, dem ich jemals begegnet bin. Egal welcher Wein oder Jahrgang, ob Kalifornien oder Frankreich. Rudy konnte alle Weine unglaublich, irrsinnig präzise identifizieren. Rudy
Die Kunst des Weinverkostens ist angeboren, beruht aber auch auf harter Arbeit. Der Wein wird blind verkostet und identifiziert. Darin besteht die Meisterschaft eines Sommeliers. Ich schwenke ihn ein bisschen herum, um den Alkoholgehalt zu beurteilen und zu sehen, wie schnell die Tränen herunterlaufen. Anschließend rieche ich daran, damit er Geruchseindrücke im Gehirn auslösen kann. Und schließlich gehe ich das Register meiner Erinnerung durch, in dem alle Weine gespeichert sind, die ich je probiert habe. Und ich frage mich, was könnte das sein? Ein Weingaumen ist etwas Ähnliches wie eine sportliche Begabung. Entschuldigung. Ein Weinverkoster muss das Vokabular beherrschen und mit seiner Hilfe anderen Verkostern seine Empfindungen beschreiben können. Sie haben recht mit dem pfeffrigen Zitrusaroma. Ja, ich habe Rudy kennengelernt. Tony! What's up, Tony? Ich traf ihn bei einer Weinprobe und war sehr beeindruckt. Er konnte fast alle Weine blind identifizieren. Er muss eine ungeheure Menge unterschiedlicher Weine getrunken haben. Anders lernt man das nicht. Wie hat er das bloß gemacht? That's why, you know, 18 months and now I have what, pretty much like 3,000 bottles of wine, you know. We're gonna make a booklet, you know. That's it. Rudy's Adventure. Ich habe Rudy 2004 kennengelernt bei einem Mittagessen für einen Produzenten und wir wurden schnell Freunde. Er war sehr herzlich zu jedermann. Ich mochte den Jungen sehr. Wir gingen oft zusammen zu Weindinners. Good, man. Tired, but good. From 5 a.m. in the morning. Long trip. 14 hours drive. Where'd you drive from? L.A., man. L.A., man. The people in this town. In dieser Stadt sind die Leute, Verzeihung, richtig scheiße, aber nicht Rudy. Just wakes me up, you know? Nothing. Er hatte wirklich Klasse. Er war warm und liebenswürdig. And graciousness. You like everything so far? For my birthday, zu meinem Geburtstag schenkte er mir eine Flasche Champagner, einen 49er Paul Roger. Einfach unglaublich. What do you have right now? Colgan. Interesting. Yeah. Very different from the Herblème. Yeah. I don't know if it's 100% cab because. Er war ein großer Weinliebhaber, ist ein großer Weinliebhaber. Ich spreche in der Vergangenheit von ihm, wie seltsam. Er hat mir nie etwas erzählt, das sich als unwahr herausstellte. Er erzählte auch nicht viel. Ich war Journalistin und interessierte mich für Auktionen. Eines Tages saß ich bei Christie's in der hinteren Reihe und bemerkte einen sehr jungen Mann, der eine Menge Geld ausgab. Er war umgeben von Filmproduzenten und stand ganz offensichtlich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ich roch eine Story. Wer war er? Warum gab er so viel Geld aus? Was wollte er mit all dem Wein? Es brauchte Monate, bis er endlich mal einen Kaffee mit mir trank. Ein oder zwei Monate später gab er mir dann endlich ein Interview. Dazu servierte er mir einige seiner großen Weine. Oh my God, this is, it's corked. No. Er lebte mit seiner Mutter in Arcadia. Es hieß, seine Familie hätte einen Alleinvertriebsvertrag mit Heineken für ganz China. Sie seien unglaublich reich und er hätte monatlich $1 Million zur Verfügung, um Wein zu kaufen. Als ich Rudy danach fragte, sagte er, ich spreche nicht über meine Familie. Er wollte mir nichts sagen.
Ich nahm an, er sei ein reicher Junge, der nichts zu tun hatte. Die Auktionshäuser waren euphorisch. Niemand hatte je zuvor so schnell so viel Geld ausgegeben. Mit dem ruhigen, kleinen Club der älteren Weintrinker war es vorbei. Ich sammle seit 38 Jahren. Ich besitze Unmengen von Romane Conti Etiketten. Sie sind alle nach Weingütern oder Gruppen von Weingütern geordnet. Hier habe ich Ponceau-Etiketten, vor allem aus den 80er Jahren. Das hier ist ein großer Wein, einer seiner besten. Manche davon kostet man nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Mir macht das Spaß. Ich habe Rudy durch John Capon bei einer Äcker-Auktion in Beverly Hills kennengelernt. Er meinte, Sie sind also Burgundersammler. Welche Weine mögen Sie? Und ich sagte, meine Lieblingsweine sind Roumier, Rousseau und Romane Conti. Darauf meinte er, Sie sollten Weine von mir kaufen. Ich kaufe ständig ganze Keller und Sammlungen in Europa. Und er fragte, was ist der älteste Roumier, den Sie je getrunken haben? Ich meinte, das sei der 1969er gewesen. Ich hätte das Glück gehabt, ein paar davon ersteigern zu können, denn sie seien schwer zu finden. Daraufhin sagte Rudy, wissen Sie, im letzten Jahr hatte ich 1945er, 49er, 55er und 62er Roumier Bonnemare. Er sprach von den größten Burgunderjahrgängen der damaligen Zeit. Mir blieb die Spucke weg, denn ich suchte seit 25 Jahren nach diesen Weinen. In der Weinregion Burgund haben wir auf einer Länge von 70 Kilometern und einer Breite von 1,5 Kilometern 1250 verschiedene Einzellagen. Ich kann verstehen, dass die Kunden da manchmal durcheinander kommen. Dieses Jahr haben wir viele Trauben. Wir müssen mal sehen, ob sie alle bis zur Lese durchhalten. Das Paradies ist ja angeblich im Himmel. Aber ich denke, hier in Burgund liegt es eher unter der Erde, in den Wurzeln und in den Kellern. Wir befinden uns hier 11 Meter unter der Erde und die feinen Wurzeln, die wir hier sehen, sind mindestens 200 Jahre alt. Sie saugen Elemente aus dem Gestein, die dann in Düfte und Aromen umgewandelt werden und in den Saft der Trauben übergehen und damit in den Wein. Deswegen ist Burgunder ein einzigartiger Terroirwein. Das Gestein verbindet sich mit den natürlichen Elementen, Sonne, Himmel, Wind, Regen und Boden. Und der Winzer muss versuchen, all diese Elemente in Einklang zu bringen. Ein Wein ist immer Ausdruck eines bestimmten Stück Lands. Und Burgunder ist das perfekte Beispiel dafür. Das ist ein Wein für Fanatiker. Ein echter Kenner kann blind die Unterschiede zwischen Weinen erkennen, die 15 Meter voneinander entfernt angebaut wurden. It's really good. Look at where the fill is. Fucking incredible. This is probably insane. This is where I go crazy. An diesem Ort hier werde ich immer ganz kirre. This is my crazy spot. I get nervous. Ich werde nervös und mein Blutdruck steigt. Wein ist die höchste existenzielle Kunstform. Er lebt in der Flasche. Er ist lebendig. Wenn Sie ihn trinken und Ihr Körper ihn aufnimmt, wird diese Kunst buchstäblich ein Teil von Ihnen. Das ist ein Ponceau, ein großartiger Winzer. Hey Carl. Hello. How you doing, babe? Oh, I'm good. A lot of good. Viele tolle Weine. You have a few drinks and you come here. Ein paar Drinks und dann hier $100,000 für Wein ausgeben. Da sind Sie hier richtig. Das ist wirklich sehr preiswert. Wo sonst bekommt man einen 61er Weißen für $600? Jahrgang 61. Wahnsinn. Crazy time. 1990er Romane Conti. Das ist vielleicht einer der größten Weine aller Zeiten.
20.000 vielleicht? Er kennt die Preise. 20 Mille pro Flasche. Aber wer Wein liebt, muss den hier unbedingt haben. Entscheide dich, den hier oder einen Prius. Genau, ich tausche ihn gegen einen Prius. Rudy war sehr großzügig zu jedermann. Ich habe einige der größten Romanée-Contés mit ihm getrunken, die ich je probieren werde. Put on your best burgundy face. Zu der Zeit, über die wir hier sprechen, war die Nachfrage nach alten Weinen riesig. Ehemals erschwinglicher Romanée kostete plötzlich utopische Summen. Man kann es die Rudy-Ära nennen. Damals boomte die Wirtschaft. Es wurden weltweit nur sehr geringe Mengen Burgunder angeboten. Es gab einfach nicht genug, um die Nachfrage zu befriedigen. Es ging um Liquidität. Immer wenn ein Markt großen Schwankungen unterliegt, bewegen sich alle Anlageklassen in dieselbe Richtung. Viele meiner Freunde in der Finanzwelt sammeln Wein. Denn wer den ganzen Tag über die Aktienkurse beobachtet, ist stolz, wenn er angesichts der Auktionspreise feststellt, dass er einen guten Kauf gemacht hat. Der Preis einer Flasche Wein steht heute in keinem Verhältnis mehr zu ihrem Inhalt. Wenn eine Flasche für 100 Euro mein Weingut verlässt und nur Wochen später für 1000 angeboten wird, verstehe ich die Welt nicht mehr. Can I refill and put the cork back? Mir war sehr schnell klar, dass er den Weinmarkt revolutioniert hatte. Die Preise schossen in die Höhe. Ich fand, das war eine ziemlich schlaue Masche, denn er kaufte viel Wein zu Spekulationszwecken auf. Was für eine clevere Idee. Wer viel Geld hat, erwirbt eine Menge Wein, treibt die Preise in die Höhe und verkauft dann zum neuen, höheren Preis. Es gab noch einen anderen Käufer, der sich mit Rudy immer einen heftigen Bieterstreit lieferte. Und das war der Vertreter von Bill Cook. Sammeln muss für mich einen emotionalen Wert haben. Dazu gehört auch das detektivische Aufspüren der Objekte. Ich habe impressionistische Kunst, Samurai-Schwerter und griechische Silbermünzen gesammelt und besitze einige Antiquitäten und Skulpturen. Und ich habe Wein gesammelt. Möchten Sie mein Weinbadezimmer sehen? Um dieses Badezimmer ein bisschen interessanter zu machen, habe ich hier Weinkisten hingestellt, Etiketten an die Wand und Korken an die Decke geklebt. Und hier drüben besteht die Wand aus Weinflaschen. Mein geheimer Weinöffner. Nicht Weinöffner, Kelleröffner. Treten Sie ein. Ich habe früher fast zwanghaft Wein gekauft. Insgesamt besitze ich 43.000 Flaschen. Darunter sehr erlesene Weine, bei denen man die Liebe des Winzers zu seinem Produkt schmeckt. Das ist für mich fast eine religiöse Erfahrung. Wir Sammler mögen kostbare Dinge. Liebe ist etwas äußerst Kostbares. Welchen Preis hat die Liebe deiner Ehefrau? Das wird nur bei deiner Scheidung berechnet. Hier habe ich eine Flasche des Jefferson-Weins. 1778 Lafitte, THJ. Ich werde sie auf den Tisch stellen. Alle nebeneinander.
Der Grund, warum ich 4 Flaschen Wein von Thomas Jefferson kaufen wollte, ist ganz einfach. Allein die Tatsache, dass Thomas Jefferson sie besaß und in der Hand gehalten hat, verleiht ihnen historischen Wert. Hier noch eine 1787 Mouton und wieder THJ. Schauen Sie sich diese Flasche an. Ist sie allein nicht schon wunderschön? 1737 Lafitte, Chateau Rothschild. Der Fälscher kannte sich nicht besonders gut aus, denn 1737 besaßen die Rothschilds das Weingut Lafitte noch gar nicht. Leider habe ich $100.000 pro Flasche bezahlt, meine Fälschergalerie. Als ich das erste Mal auf einen gefälschten Wein stieß, fiel mir das Gewicht der Flasche auf. Damals stand eine Flasche Petrus auf dem Tisch. Ich griff danach und als ich sie anhob, hätte ich sie fast in die Luft geworfen. So leicht war sie. Das ist ein 75er Siegel bei einem Jahrgang 1929. Das gab es erst ab dem 30er Jahrgang. Ich suche nach Anomalien. Ist es das richtige Glas? Stimmt der Stempel? Ist der Korken entsprechend gealtert? Ist es das richtige Papier? Das ist alles verpixelt. Was ist mit dem Sediment? Wenn all dies wirklich 60 Jahre alt ist, muss es auch so aussehen. Ist die Kapsel beschädigt, das Etikett aber makellos, dann passt das nicht zusammen. Wie der Kopf eines 95-Jährigen auf dem Körper eines Teenagers. You know, you always want to be careful with these online auctions because you never know the provenance. They just want to sell. Really, it's hard. Ah, I think bottle's cork, man. No, I'm just kidding. I love doing this shit, you know. At the time, damals waren Weinfälschungen noch ein ganz neues Thema. Und Rudy schien sich auf diesem Gebiet gut auszukennen. Als ich ihn danach fragte, sagte er, er hätte so oft gefälschten Wein gekauft, dass er zum Experten werden musste. No, they won't tell you that somebody sees you, but sometimes if they doubt the bottle, they put a picture of it. So you be the judge. Okay. You look at the picture, you want it, you take it, you need it. So they don't have anybody that's out there looking at conditions and... They actually do... Tell them about Acker auctions. You do an audit? No, we're live. We're live. We love it. Acker is great, man. We love John. Er und John Capehorn gingen alle seine Weine akribisch durch, um sie zu katalogisieren und zu verkaufen. John Capons Familie betrieb ein sehr nettes Weingeschäft in Manhattan. Shopping for anything during the holidays can be simply maddening. And shopping for wine is no exception. I'm here at Acker, Merrill & Condit, the oldest wine store in America, located in New York City. Acker Merrill war kein großes Auktionshaus, sondern ein Weingeschäft, das Rudy in der Welt der Auktionen groß herausbrachte. John hat seine Auktionen zu amüsanten Events gemacht. Er hatte die Idee als Erster. Das waren große, verrückte Partys. Und dann kam Rudy mit seinem unglaublichen Weinkeller und sie halfen sich gegenseitig. Als Rudy noch kalifornischen Merlot trank, war Acker Merrill & Condit ein kleines, unbedeutendes Auktionshaus. Doch 2006 verkaufte Rudy bei 2 Auktionen Wein für $35 Millionen. Und so wurde es das weltweit größte Weinauktionshaus. He is the CEO of Acker, Merrill & Condit. And this year he has auctioned off more than $100 million, the first wine house to do so. John Capehorn joining me. So you can't whine about that revenue, right? Get it, wine. John, you're going to leave now, aren't you? All right. Well, it's been a pretty crazy year. There's not much. Über diese Sammlung lässt sich nicht viel mehr sagen, als dass sie zu den größten Amerikas gehört. Dieser Sammler prüft seinen Wein genau. Als ich all die herrlichen Weine sah, sagte ich, das ist der Traum eines jeden Sammlers. Ich hätte am liebsten den kompletten Keller gekauft. You know, the auction is a complex transaction. You get a catalog, it's 300 pages long. You have 2 weeks to make up your mind. You may win, you may not win. Ich weiß nicht, wie John bei einem Verkaufswert von $30 Millionen jede einzelne Flasche geprüft haben will. $30 Millionen worth of wine.
Fälscher bevorzugen sehr alte, seltene Weine, weil sie viel höhere Preise erzielen. Mein Ermittler Brad Goldstein fand eines Abends heraus, dass ich $25.000 für eine Magnumflasche Petrus Jahrgang 1921 bezahlt hatte, obwohl Petrus 1921 noch gar keine Magnumflaschen herstellte. Du musst gehen, mein Großer. Geh und such Mami. Bill sagte zu mir, ich will wissen, wie groß dieses Problem in meinem Keller ist. Wir mussten Experten finden, die sich mit Korken auskannten. Wir engagierten jemanden, der die Etiketten, die Kapseln und das Glas prüfte und sogar den Klebstoff auf einer Flasche von 1858 analysierte. Es war Elmer's Glue, der erst seit den 70er Jahren erhältlich ist. Je mehr wir herausfanden, desto stärker breitete sich die Seuche aus. Ich habe über 400 Flaschen, die nachweislich gefälscht sind und für die ich $4 Millionen bezahlt habe. Ich glaube, was Bill zum Handeln bewegte, waren die Auktionshäuser, die ihn mit einem, wie die Franzosen sagen, tant pis oder dumm gelaufen abspeisten. Gekauft ist gekauft. Aus irgendeinem Grund, den Freud sicherlich nennen könnte, hasse ich es, betrogen zu werden. Im Weingeschäft herrscht das Gesetz des Schweigens. Das lasse ich mir nicht bieten. Wir waren uns sicher, dass einige der Weinflaschen, die Bill von Acker Merrill gekauft hatte, ganz zweifellos gefälscht waren. Er bat mich, mehr über diesen Rudy Kernewan herauszufinden. Ich beschaffte mir ein Video von einer Weinveranstaltung, an der Rudy Anfang 2000 teilgenommen hatte. Und ich fiel fast vom Stuhl, als ich das sah. Meine Motivation als Ermittler ist es, die Eleganz des Schwindels aufzudecken. Das ist der New Yorker Auktionskatalog von 2008, in dem die Domaine Ponceau vorgestellt wird. Da sieht man eine Weinflasche von 1929. Wie kann man schreiben, dass wir seit 1934 Wein in Flaschen verkaufen und gleichzeitig eine Flasche von 1929 anbieten? Mir war klar, dass all diese Weine gefälscht waren. Und auf der nächsten Seite sind unglaubliche Dinge abgebildet. Ein solches Wachs haben wir nie verwendet. Und wir haben auch niemals Wein an Nicolas verkauft. Das musste also alles gefälscht sein. Ich habe überall Fake daneben geschrieben. Bei einer Flasche hatte ich erst noch Zweifel, aber mein Verdacht hat sich bestätigt. Anschließend haben wir uns Notizen zu jedem Wein gemacht. Der 59er Clos de la Roche, ein sehr großer Jahrgang, ist von einem Experten mit 99 Punkten bewertet worden. Der Experte nennt sich J.K. und ist niemand anderes als John Capon, Eigentümer des Auktionshauses Acker Merrill. Wenn man sieht, dass die Flasche auf $55.000 geschätzt wird und weiß, dass das Auktionshaus zwischen 20% und 30% davon erhält, wird klar, was für ein toller Experte das ist. Als ich sah, dass jemand ein Clos de la Roche-Etikett auf einen vollkommen unbekannten Wein geklebt hatte, wurde ich richtig wütend. Das beschmutzt den Geist der Burgunder. Zwei Tage später bin ich nach New York geflogen, um John Capon zu bitten, die Weine von der Versteigerung zurückzuziehen. The stock market is now down 21%. Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. This could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. Bear Stearns had collapsed. In der Woche vor der Auktion war die Investmentbank Bear Stearns zusammengebrochen.
Und nun stellte sich die Frage, was mit dem Markt passieren würde. Diese Auktion war eine wilde Angelegenheit. Wir tranken alle eine Menge sehr teuren Wein. Der Lärm war so groß, dass Capon mitten in der Auktion mit seinem Hammer auf das Pult schlug und rief: Ruhe, verdammt nochmal! Das war nicht wie bei Sotheby's. Mir fiel ein Mann auf, der ganz hinten saß und nicht an dem ausgelassenen Treiben teilnahm. Er sah aus wie Banquo's Geist. Plötzlich stand Ponceau auf und es wurde ganz still. Er sagte: Ziehen Sie meine Weine zurück. John stand sprachlos auf dem Podium. Es war ein bizarrer Moment. Capon verkündete, dass alle 31 Lose zurückgezogen wurden. Nach der Auktion machte ich die Bekanntschaft von Monsieur Capon. Ich fragte ihn, woher die Weine stammten und wer die Eigentümer waren. Am nächsten Morgen traf ich zum ersten Mal Rudy Kernierwan. Capon hatte das Restaurant Jean-Georges ausgewählt. Mir war noch nicht klar, ob Kernierwan von Anfang an wusste, dass es Fälschungen waren, oder ob er es erst später herausfand und versuchte, den Wein zu verkaufen, um nicht zu viel Geld zu verlieren. Ich setzte mich Rudy Kernierwan gegenüber und fragte ihn sofort, woher die Weine für diese Auktion stammten. Wenn man so viele alte Weine der Domaine Ponceau besitzt, weiß man, woher sie stammen. Ich kaufe so viel Wein, dass ich nicht weiß, woher diese Flaschen kommen. Da muss ich in den Büchern nachsehen. Ich hatte gehört, dass Monsieur Kernierwan gern feierte und stets um freundschaftliche Beziehungen zu seinen Kunden und auch zu Winzern bemüht war. Also nahm ich mir vor, dasselbe zu tun. Ich würde ihm vormachen, dass ich gern sein Freund wäre und ihn so vielleicht zum Reden bringen. Wir stellten ein internationales Team zusammen, zu dem auch ein ehemaliger CIA-Agent gehörte. Entschuldigung. Percy, ich habe nichts zu fressen für dich. Percy, raus mit dir. Wir hatten Informationen über Kernierwans Einwanderungsstatus erhalten. Das ist der Abschiebungsbescheid des Justizministeriums von 2003 für Rudy. Er lebte illegal in den USA. Es gab einen Haftbefehl gegen ihn. Sein Studentenvisum war abgelaufen. Wenn er das Land verlassen hätte, wäre er nicht wieder reingekommen. In einem Schreiben an das US-Ministerium für Innere Sicherheit stand der Name des Unternehmens, das Rudy und seine Brüder benutzten, um Visa für die USA zu beantragen. Wir nahmen den Brief und fuhren zu dieser Adresse. Jalan Gajah-Mada Plaza. Das ist eine kleine Ladenzeile in Jakarta. Einer der Läden ist ein Eisenwarengeschäft. Ich schickte ihm einige E-Mails mit immer derselben Frage und erhielt immer dieselbe Antwort. Ja, ich suche noch. Sobald es Neuigkeiten gibt, kontaktiere ich sie. Und irgendwann schrieb er dann: Ich bin fündig geworden. Ich habe die Weine von Herrn Pak Hendra in Indonesien gekauft. Das ist ein Weinhändler in Jakarta.
Mir war klar, dass das nicht stimmte. Also flog ich nach Los Angeles, wo wir zusammen zu Abend aßen. Diesmal ließ ich nicht locker und sagte: Sie müssen mir jetzt die Wahrheit sagen. Woher stammen diese Weine? Wer ist Pak Hendra? Er nahm sein Handy und fand zwei Telefonnummern, die auf einen Zettel kritzelte. Ich steckte ihn in die Tasche und aß weiter mit ihm zum Mittag, so als wären wir die besten Freunde. Wir sprachen über vieles, über Wein, Autos. Great food, great wine, great people, great ambiance. Perfect. Can't ask for more. Zurück in Frankreich rief ich die Nummern an. Eine war eine Faxnummer. Und bei der anderen nahm nie jemand ab. Wir hörten, dass Rudy sich mit einem französischen Winzer getroffen hatte, um ihm zwei Telefonnummern und den Namen seiner Quelle zu geben. Ich setzte sofort unseren ehemaligen CIA-Agenten darauf an. Die erste Nummer gehörte Lion Air, der größten indonesischen Fluggesellschaft, die kein großer Weinsammler ist. Die zweite Nummer führte zu einer Einkaufsmeile, Jalan Gajah Mada. Ich dachte: Moment mal. Wir klopften an jede Tür. Aber dort hatte niemand je von Rudy Kurniawan oder seinem Vater gehört. Alles an diesem Kerl erwies sich als Schwindel. Haben Sie von den Fälschungen der hiesigen Weine gehört? Nein. Das Leben ist schön. Gefälschte Flaschen Clos de la Roche, die für 20.000 Dollar verkauft wurden. Zurück in Europa wurde es Zeit, dass ich mich auf meine Weinlese konzentrierte. Nach der Ernte nahm ich meine Nachforschungen wieder auf und reiste nach Asien, um mehr Informationen zu sammeln. Ich flog nach Hongkong, Singapur und Taipeh, um herauszufinden, wer dieser Pak Hendra war. Ich bin regelmäßig in Asien. In Jakarta gibt es für die Reichen kein großes gesellschaftliches Leben. Daher lassen sie sich sozusagen dazu herab, in den guten Restaurants in Singapur und Taipeh zu speisen. Ich traf einige wohlhabende Indonesier, von denen ich erfuhr, dass Pak Herr bedeutet und Hendra so viel wie Meier oder Müller. Das ist also einer der häufigsten indonesischen Namen. Ich fragte auch nach einer angeblich reichen Familie Kurniawan, die in der Region leben und einen Sohn in den USA haben sollte, der monatlich $1 Million für Wein ausgab. Niemand kannte sie. Für mich ein weiterer Beweis für seine Lügenmärchen. He
Er sprach nicht viel über seinen Wohlstand, aber das musste er auch nicht, weil es offensichtlich war. Ich lernte auch seine Mutter und seinen Bruder kennen. Er war sehr geschäftsmäßig und nett, aber Rudy war kontaktfreudig und das genaue Gegenteil. Ich habe 3 Heiligabende mit ihm und seiner Mutter verbracht. Sie war sehr alt und sprach kein Englisch, und er versorgte sie ganz offensichtlich. Dar schien mir der große Bruder zu sein, der in Asien die Geschäfte führte und Rudy finanziell unterstützte. Mein Gefühl war, dass er zu Dar aufschaute und dass sein Bruder sagen konnte, hey, wenn du Mist baust, lasse ich dich fallen. Das war mein Eindruck. Dar erschien mir nicht als Krimineller. Mein Name ist James Wynn und ich war 30 Jahre lang FBI-Agent. 26 Jahre habe ich damit verbracht, in Fällen von Kunstdiebstahl oder Kunstfälschungen zu ermitteln. Ich habe einen Weinführer für Anfänger gelesen. So habe ich angefangen. Ich bin Wirtschaftsexperte und dies ist in vieler Hinsicht ein Fall von Wirtschaftskriminalität. Rudy wurde als jemand mit einer endlosen Reihe von Bedürfnissen beschrieben. Er hat rund 16 Millionen Dollar über sein American Express-Konto ausgegeben. Er besaß einige sehr schöne Autos, einen italienischen Sportwagen, einen Mercedes-Geländewagen und auch eine Villa in Bel Air in Los Angeles. Er kaufte moderne Kunst von Damien Hirst und Warhol. Alle diese Statussymbole waren Teil seines Images. Er war so etwas wie der große Gatsby der Generation X. Rudy spielte die Rolle eines vermögenden jungen Mannes, der in die USA geschickt worden war, um für seine Mutter zu sorgen. Angeblich wurde er finanziell von seinem Bruder unterstützt, der die Unternehmen der Familie führte. Ich konnte nicht herausfinden, ob irgendetwas davon stimmte. Nach Durchsicht der Bankauszüge vieler Jahre habe ich keine Hinweise darauf gefunden, dass er Gelder von seinem Bruder erhalten hat. Mir wurde klar, wie groß seine Geldnöte waren. Er hielt die Leute hin und schob andere Zahlungsverpflichtungen vor. Er zögerte Zahlungen hinaus, weil er kein Geld hatte. Ein Hütchenspiel. Er lieh sich Geld, um anderswo Schulden zu bezahlen. Es ging immer um Weingeschäfte oder Darlehen und Vorschüsse, die er von Kunden der Auktionshäuser erhalten hatte. Do you see wine as a good investment? It's a great investment. I mean, historically, it's been one of the best investments on par with gold and Acker, like a lot of Acker und andere Auktionshäuser boten in Erwartung von Verkäufen Vorschüsse an. Beautiful thing about wine is that people actually drink it, so there's less bottles every day or every week of some of the world's greatest wines. So it's naturally kind of puts pressure on pricing automatically. Sie wollten andere Auktionshäuser ausstechen, die darauf aus sein könnten, mit Rudy Geschäfte zu machen. Irgendwann stand Rudy bei Acker mit fast 10 Millionen Dollar in der Kreide. Let me cover some ground rules, just so that you know. Have you been deposed before? No. So it's important that you speak audibly. Oh, okay. Sorry. Because the court reporter is trying to write down what you're saying, so he can't write down nods of the head. He needs words. Okay. You understand that? Yes. Mr. Kurniawan, who inspected these bottles?
Well, we basically have, we basically drank a lot of these bottles with a lot of different people, including critics, experts, auction houses and whatnot. Wir drängten darauf, dass Rudy die Quelle seines Weins preisgab. Wir sammelten Beweismaterial, um Klage gegen ihn zu erheben. John doesn't want to take it. It could be fake. It could be counterfeit. But he's not sure. I'm not sure. I don't believe so. So I agreed to take them back, which is the right thing to do. He wasn't defensive. Er ging nicht in die Defensive. Er war auf der Hut, aber freundlich. Er ist einer von diesen Typen, die sich gern anbiedern. Do you speak French? No. And do you write French? No. Just merci. Never definitive. Es war nichts Definitives oder Konkretes aus ihm herauszubekommen. Der Kerl hat mir nichts erzählt. Er schuldete vielen Leuten Geld. Und John Capon verkaufte zumindest offiziell keinen Wein mehr für ihn. Daraufhin prüfte ich Angebotslisten von Auktionshäusern im ganzen Land, weil ich glaubte, dass Rudy nach anderen Absatzmöglichkeiten suchen würde. Und das tat er. Auch eine Fälschung. Nach der Ponceau-Auktion von 2008 wollte niemand mehr etwas mit Rudys Weinen zu tun haben. Aber 2009 schloss ausgerechnet Christie's einen Vertrag mit Rudy, um in seinem Namen eine ganze Reihe von Auktionen zu veranstalten. Selbst renommierte Auktionshäuser hatten offenbar gefälschte Weine im Wert von zig Millionen Dollar verkauft. In 2012 bekam ich einen Katalog von Spectrum & Vanquish in die Hände. Die Weine hatten brandneue Etiketten und die rosa Wachsversiegelung. Wir waren uns alle einig, dass dies Rudys Wein sein musste. Spectrum wollte die Flaschen nicht zurückziehen und auch nicht zugeben, dass sie von Rudy stammten. Also stellte ich eine Warnung ins Netz. Und die ging ab. Wir wurden auf eine Reihe von Etiketten aufmerksam. Dabei ging es unter anderem um ein Streifenetikett für einen Importeur, Percy Fox, dessen Adresse falsch geschrieben war. Sackville Street mit 2 E anstatt mit 2 L und einem E. Ich erhielt Besuch von FBI-Agenten, die es sehr ernst zu meinen schienen. An ihren Fragen merkte ich, dass sie ihn eingekreist hatten und ihm ernsthaft an den Kragen wollten. Ich sagte, Sie sind auf dem Holzweg. Rudy könnte so etwas niemals tun. Dazu ist er gar nicht in der Lage. Als sie weg waren, rief ich ihn an. Ich fand, dass ich als Freund ihn warnen sollte. Ich erinnere mich noch genau an seine Worte. Ich sagte, das FBI war gerade hier, Rudy. Und ich glaube, sie meinen es wirklich ernst. Beim letzten Mal haben sie nur Fragen gestellt, aber jetzt ist etwas im Busch und ich wollte dich nur warnen. Und er sagte, das waren genau seine Worte. Mach dir keine Sorgen, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass er von unseren Plänen wusste. Wir trafen uns am Morgen des 8. gegen 5 Uhr früh. Der Plan war, das Haus zu umstellen und dann zu klopfen, um ihn zu verhaften. Wir hielten vor dem Haus, die Fahnder nahmen ihre vorgesehenen Positionen ein und dann klopften wir und riefen und klopften und riefen. Keine Reaktion. Der Teamleiter sagte, holt den Rambock, und ich dachte, oh je, das wird ein langer Tag. Plötzlich ging die Tür auf und da stand Rudy. Er sah aus, als wäre er gerade aufgestanden. Im Haus lag überall Wein herum und im Wohnzimmer stand ein riesiger Weinkühlschrank.
Aber richtig umgehauen hat es mich, als ich die Küche sah. In der Spüle waren zwei oder drei Flaschen eingeweicht, um die Etiketten abzulösen. Daneben stand eine Reihe von Flaschen, die auf ihre Etikettierung warteten. Es fanden sich Werkzeuge zum End- und Verkorken von Flaschen. Außerdem gab es eine Art Mischstation mit rund 20 Flaschen, alles kalifornische Weine. Wir stießen auf Notizen: Jahrgang ändern, Größe ändern, Seriennummer entfernen. Wir fanden Flaschen ohne Etiketten, aber mit handgeschriebenen Notizen mit Formeln. Überall lagen Unmengen von Etikettenbündeln herum. Tausende von Etiketten mit Banderolen, wie bei Geldscheinen. Der Thermostat stand auf 17 Grad. Die beiden Schlafzimmer wurden mit Heizlüftern geheizt. In einem Lagerraum standen zahllose Weinregale. Auf dem Laufband warteten 18 Flaschen auf ihre Etikettierung. Es gab Etikettenvorlagen und alte Holzkisten. Überall standen Kisten mit echten Etiketten, eine regelrechte Bibliothek. Es gab alles, was sich ein Weinfälscher nur wünschen konnte. Alles in allem fanden wir 10-mal mehr als bei einer gewöhnlichen Durchsuchung. Unendlich viel mehr. Ich weiß nicht, was das alles dort zu suchen hatte. Schon sehr merkwürdig. Aber sie fanden keine Druckerpressen, sondern nur eine Menge Kram. Es gab auch nichts, um Wachsversiegelungen herzustellen. Nichts, um irgendetwas herzustellen. Was wollte er nur mit all dem Zeug? Wollte er es jemandem geben? Hat er es von jemand bekommen, um es zu prüfen? Ich weiß es nicht. Ich konnte es einfach nicht glauben. Das sah Rudy nicht ähnlich. Da ich ein guter Freund von ihm war, bekam ich viele Anrufe. Und dann sah ich die Bilder. Er war der Letzte. Er ist der Letzte, dem ich irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten zutrauen würde. I left you a message, just so you know. No, I didn't get it. The number that I have for you, I called. It's still there, but I just changed a new phone, you see? Er hat ADS. Er kann sich nicht lange konzentrieren. Das ist eine zeitaufwendige, mühsame Arbeit, die er niemals bewältigen könnte. Ich konnte mir das nicht vorstellen und ich kann es auch immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass er das getan hat. Unmöglich. Ich denke, er wollte die Weine nur etwas aufmöbeln. Nehmen wir an, alle Vorwürfe stimmen. Und ich sage nicht, dass es so ist, aber angenommen, alle Vorwürfe sind wahr, dann reden wir hier immer noch über Wein. Oh my God! 91 Rich Montebello. Did you want it? Here's a one. Da ist ein Wein, den die Leute probiert haben und für den besten überhaupt halten. The best ever. Well, if you can make. Wenn Sie den kopieren können, warum dieses Erlebnis nicht einfach wiederholen? Ich denke, so ist es gewesen. I think that's what happened. Man hat ihm so etwas wie Alchemie vorgeworfen, so als hätte er bewusst Fälschungen zusammengemischt. Aber ich denke nicht, dass es so war. Rudy ist einfach nur ein Weinliebhaber. Wir sind alle unsicher. Aber richtig unsicher sind wir als neues Mitglied einer Gruppe, besonders wenn alle anderen älter und reicher sind. Wir möchten den jeweiligen Erwartungen gerecht werden. Die Beweise der Staatsanwaltschaft beschränken sich auf ein paar Flaschen, die in der Küchenspüle von Rudys Haus in Arcadia hergestellt worden sein sollen.
Aber auf diese Weise können die angeblich ungeheuren Mengen von gefälschten Weinen nicht zusammengekommen sein. Das ist das Problem. Diese Flasche, ein 1985er Cote Rotiller Moulin, stammt aus der berühmten, verrückten Weinauktion. Rudys sogenannte Cellar Auction. The Cellar war Rudys Keller. Und wie Sie sehen, ist diese Flasche echt. Sie gehört zu den 90% echten Weinen, die Rudy damals verkaufte. Ein fantastischer Wein, wie wir gleich sehen werden. Ja, der ist echt. Ich denke, er hat vor allem echten Wein verkauft. Er hatte einen unglaublichen Gaumen und war sehr großzügig. Mein Gott, ist er gut. Willst du vor der Kamera eine Gabel benutzen? Nein, ich esse mit den Händen. Was soll's. Packen wir's an. Los geht's. Danke. Hallo Matthew, wie geht's? Gut, wie sind die Weine? Fantastisch. Haben Sie auf der Straße Wein getrunken? Nein, wir sind mit dem Auto gekommen. Wir können nicht mehr fahren, deswegen hatten wir einen Chauffeur. Das ist eine von Rudys Weinen. Probier mal bitte. Er ist hervorragend. Erstklassig. Wirklich gut. Vielen Dank, Christian. Das ist eine Flasche, die Levy von Rudy gekauft hat. Sie ist echt. Wie lange ist der schon offen? Etwa 2 Stunden. Das ist Müll. Du glaubst, der ist gefälscht? Wirklich? Ich kenne diesen Wein sehr gut. Der hier kommt ihm nicht mal nahe. Er hat nicht die Lebendigkeit, den Elan, die Lebhaftigkeit und Dimension eines 85er Lamoulin, der fast nach einem reichhaltigen Speck-Tomaten-Eis-Sandwich schmeckt. Aber der hier schmeckt wie Stinktiersekret. Das ist interessant. Wie viele Flaschen haben Sie von Rudys Wein? Ich weiß nicht. Vielleicht 6 Flaschen. Er hat 6000 Flaschen. Zwischen dem Fälscher und dem Betrogenen gibt es eine Art Einverständnis. Die Leute wollen betrogen werden. Sie möchten unbedingt diese sehr seltene Flasche Wein besitzen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Und wollen daher gar nicht wissen, dass sie gefälscht ist. Wenn Sie glauben, dass Rudy Kerniawan die Flaschen nur etwas aufmöbeln wollte, glauben Sie wahrscheinlich auch, dass ein weißbärtiger Mann durch Ihren Kamin kommen und eine Kiste 45er Romani Conti unter Ihren Weihnachtsbaum stellen wird. Ich wurde auf diese Ermittlungen aufmerksam, als ich mit dem zuständigen FBI-Agenten Jim Wynn sprach. Mir war gleich klar, dass wir hier Klage erheben konnten. Die Beweise waren erdrückend. Er hatte zum Beispiel für Tausende von Dollar Wachs gekauft. Er bestellte antik aussehendes Papier, um daraus Etiketten herzustellen. Er sammelte Unmengen von leeren Flaschen aus Restaurants. I always keep my empty bottles, you know that. And people ask me why. I actually put the date and the place that I had, where, you know, and who I had with, and kind of simple notes at the back of the bottle. Rudy's explanation. Rudys Erklärung war, dass er eine Art Museum oder Fotoaufnahmen plante. Photoshoot of some kind. Tatsächlich scannte er die Etiketten in seinen Computer ein und druckte sie zu Hause aus. Ich untersuche die Weine forensisch. Ich habe alle Beweise von Rudys Computern gesichtet und katalogisiert. Und dieses Etikett stammt definitiv von Rudy, denn hier habe ich die Vorlage.
Es gibt zahllose Notizbücher mit Rudys Verkostungsnotizen. Ein wirklich sehr interessantes Beweisstück war eine kleine Flasche, auf der M45 und eine Formel stand. Das stand für 1945er Mouton. Seinen ersten Verschnitt mochte er wohl nicht. Daher hatte er die Formel durchgestrichen und auf der anderen Seite eine weitere notiert, die er besser fand. Ich denke also, dass er viel herumprobiert und zusammengemischt hat. Er hatte einige sehr alte Weine probiert und suchte nun nach anderen Weinen mit ähnlichen Eigenschaften, wie eine Art genialer Alchemist. Generell hat er ein sehr überzeugendes Imitat des Weins hergestellt, den das Etikett versprach. Es ist leicht, das nach ein bisschen Schnüffeln und Schwenken als Mist abzutun. Aber Tatsache ist, dass die meisten dieser Leute sich haben täuschen lassen. Das Interessante an Rudys Fälschungen ist, dass das kaum jemand hinbekommen hätte. Er war so etwas wie ein Künstler. Dieses Etikett für den 78er Clos de la Roche ist eine sehr gute Kopie, die jemand, der kein Mitarbeiter meines Weinguts ist, tatsächlich für echt halten könnte. Ich habe mal durchgerechnet, wie viel Zeit man benötigt, um so eine Flasche zu fälschen, und bin auf etwa eine Stunde gekommen. Das setzt voraus, dass man schon über das Wachs und die gedruckten Etiketten verfügt. Es braucht eine Stunde, um die Flasche zu reinigen, das Etikett aufzukleben, das Etikett und die Flasche alt aussehen zu lassen und das Wachs aufzubringen. Eine Stunde, das ist einfach. Wenn man nun bedenkt, dass bei seinen großen Auktionen jeweils 14.000 bis 15.000 Flaschen verkauft wurden, kommt man auf 15.000 Stunden. Tut mir leid, aber das hat Rudy nicht in seiner Küche erledigt. Das halte ich für unmöglich. Wir wissen, dass ein Teil seines Papiers aus Indonesien stammte. Und wir wissen, dass Geld an seine Brüder in Indonesien geflossen ist. Es war also ziemlich offensichtlich, dass es sich um eine Art Familienunternehmen handelte. Are you independently wealthy? What? Are you independently wealthy? No, I'm broke. No, I'm trying to... I scam people to drink your wine. Wir sprachen mit Zeugen, die ziemlich übereinstimmend aussagten, dass sie über die Quelle seines angeblichen Reichtums nichts wussten, genauso wenig wie über seine Familienverhältnisse. Sein offiziell registrierter Name ist Rudy Kerniovan, aber er hat unter verschiedenen Namen operiert, darunter auch Lenny Wati Tan oder Lenny Tan, das ist der Name seiner Mutter. Rudy Kerniovans Name und der seines Bruders Dar Saputra sind die Namen zweier berühmter indonesischer Badmintonspieler. Sein Vater gab ihm diesen Namen, weil es ein indonesischer Name ist. Rudy war chinesischer Herkunft. Und es gab eine Zeit, in der Chinesen in Indonesien gefährlich lebten. Die Familie war wohlhabend und besaß Anteile an einer Reihe von erfolgreichen Unternehmen. Aber sie sind da reserviert. Sie sprechen nicht viel über die Familie. Dieser Kerl erschafft sich völlig neu. Es ist, als wäre er im Zeugenschutzprogramm. In Indonesien erhält jeder einen Personalausweis. Und uns lagen seine Pässe vor. Wir wussten, dass sein Vater Makmur Wijojo und seine Mutter Lenny Wati Tan hießen.
Er hatte einen Bruder namens Star und einen zweiten namens Teddy. Wir fanden alle ihre Facebook-Accounts. Sie versuchten nicht, ihren aufwendigen Lebensstil zu verbergen. Wer hat ihn unterstützt? Woher stammte sein Geld? Wer hat ihn erschaffen? Wir erhielten Informationen aus der Banken- und Geschäftswelt in Jakarta, dass Leniwati Tans Brüder in einen der größten Bankraube in der Geschichte Jakartas verwickelt waren. In the history of Jakarta. Kejaksaan Agung belum mampu melakukan ekstradisi terhadap buronan pembobol bank Bapindo Edi Tansil. Walaupun keberadaan Edi sudah diketahui berada di China. One of them is Einer von ihnen ist Edi Tansil, der in China immer noch auf der Flucht ist. Eddie brach aus dem Gefängnis aus und entkam mit der Beute aus dem Bankraub. Buron penggelapan uang sebesar 565 juta dolar Amerika yang didapat dari kredit bank Bapindo tersebut. Und der andere Bruder, Hendra Raharja, hatte eine Bank. Harapan Sentosa. Er hat mehrere hundert Millionen Dollar unterschlagen. Er stahl das Geld und floh nach Australien. Hendra Raharja is accused of Indonesia's biggest corporate fraud, defrauding $670 million. This is really painful, you know, for us, for all the clients of the banks. I saved my money for about 30 years. Eine der Immobilien, deren Eigentümer Hendra Raharja zu sein behauptete, war Jalan Gajah Mada. Und ich dachte, was für ein Zufall. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Our governments and people of Indonesia call on all Raharja's family members and associates to come clean and surrender themselves to account for their grotesque crimes. Do you have any indication of where the money might be? Is it in bank accounts or is it in property? Or is it... Well, I don't want to signal our shots in that regard, but we do believe that there are assets overseas. Oh, I'm going to meet somebody at 12:30 in Westwood, so I could... Ich weiß nicht, ob Rudy von dem Diebstahl profitierte, den Eddie Tansil und die Familie seiner Mutter verübt hatten. Vielleicht wurde deshalb die Hintergrundgeschichte für ihn erfunden, als er in die USA kam. Once this guy was a rock star in the world of rare, expensive wine. And now Rudy Kurniawan is on trial for fraud here in New York. Accused of making millions selling counterfeit wines to unsuspecting. Ich habe 4,5 bis 5 Jahre meines Lebens damit verbracht, Fälscher zu jagen, insbesondere Rudy Kurniawan. Wenn Rudy Kurniawan am Ende des Prozesses für nicht schuldig erklärt und freigelassen würde, würde ich jegliches Vertrauen in die Justiz verlieren. Ich habe mich gedanklich darauf vorbereitet, aber es ist immer schwierig, so etwas vorauszusagen. Wenn letztlich jemand ins Gefängnis muss, lässt mich das nicht gleichgültig. Aber ich werde das trotzdem zu Ende bringen. Ich bin bereit. He turned his home into a wine factory, said prosecutor Joseph Facciaponte of the defendant, and created what he called his magic cellar. Er plädierte für nicht schuldig. Manche Angeklagte, vor allem im Bereich des Finanzbetrugs, wollen die Realität nicht akzeptieren. Sie blenden sie bewusst aus. Rudy kam mir im Gerichtssaal sehr abgemagert vor. Die Monate im Gefängnis hatten ihm wohl zugesetzt.
The Sherlock Holmes of French wine. Laurent Ponceau's crusade to sniff out the fraudster who was faking his vintage wines began about 5 years ago and ended here at Manhattan's Federal District Court this week. Rudy wirkte auf mich fast bedauernswert. Während meiner Aussage im Zeugenstand bin ich dem Blick von Rudy Kernyawan begegnet, der mir erstaunlicherweise mit einem strahlenden Lächeln zunickte. Ich fand es seltsam, dass dieser Junge, dem als Angeklagter eine lange Gefängnisstrafe drohte, ganz offensichtlich keinen Groll gegen mich hegte. The first person ever to be convicted for selling fake wine in the U.S. will spend the next 10 years bottled up in a jail cell. Fraudster Rudy Kernyawan will also pay $28.4 million back to victims. Hi, what's your reaction to the trial today? Very surprised, stunned, I think. We did not expect the judge to impose a sentence of that length. Rudy has apologized to the New York judge, saying wine became my life and I lost myself in it. An obsession that will be hard to pursue from behind bars. I've had organized crime cases with dead bodies for less time. That's the truth. Dead bodies, less time. Der Schaden, der in diesem Fall entstanden ist, steht in keinem Verhältnis zur Strafe. Absolut nicht. But he didn't profit from the crime as much as other people did. And the people who profited the most from his crime are living large and drinking great wine and they're not in jail and Manche haben darauf hingewiesen, dass auch andere Leute bestraft werden sollten. Aber um jemanden strafrechtlich zu verfolgen, reicht der Vorwurf des fahrlässigen Handelns nicht aus. Sie müssen beweisen, dass in betrügerischer Absicht gelogen oder falsche Angaben gemacht wurden. Das ist wie bei der Reise nach Jerusalem. Rudy stand als Letzter, als die Musik stoppte. Rudy Kernyawan wurde verhaftet. Doch sobald ein Fälscher aus dem Verkehr gezogen ist, tauchen anderswo auf der Welt zwei neue auf. Für mich war's das. Ich bin Winzer und versuche, authentische Weine zu erzeugen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich werde mich auf meine Arbeit konzentrieren, die darin besteht, Jahr für Jahr Wein zu produzieren. Nous sommes réunis ce soir pour jouer la finale d'une symphonie dont j'ai l'honneur d'être le chef d'orchestre. Mais un chef d'orchestre, il est rien sans les musiciens. Chacun d'entre vous a coupé l'équivalent de 2000 bouteilles. Je veux vous remercier pour votre patience, votre travail et votre joie de vivre. Nous avons joué ensemble une musique harmonieuse et raffinée. Un, deux. La 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 la. This is the largest wine seizure the U.S. Marshals have ever handled. Behind me we have over 500 bottles that have been deemed counterfeit from the Rudy Kernyawan private collection. Es wird sicher Jahrzehnte dauern, bis Rudy Kernyawans gefälschte Weine restlos aus dem Verkehr gezogen sind. Es ist unmöglich, jeden einzelnen Besitzer dieser Flaschen zu identifizieren. Die gewissenhaften Sammler haben in den sauren Apfel gebissen und das ganze Zeug abgeschrieben. Auch John Capehorn muss man so gut erhalten, dass er alle zweifelhaften Weine zurückgenommen und vielen Käufern ihr Geld erstattet hat. Aber ich denke, viele Leute möchten gar nicht wissen, dass ihre Keller voller Fälschungen sind. Da sind noch viele im Umlauf. For the best of Chile and Argentina, 160.
Sie zirkulieren weiter. If you buy this, you will almost certainly get laid. All right? You're gonna start me, sir, but at what price? $10,000. Ich lese keine Weinkataloge mehr. Ich werfe sie in den Papierkorb. $200,000. This whole industry. Das ist eine sehr schillernde Industrie. And circumstance to it. Und man ist entweder ein Gläubiger oder ein Apostat. Cheers, guys. Wer traut sich schon zu sagen, dass der Kaiser nackt ist? Wein ist nur eine Flüssigkeit, die zur Ware geworden ist. Auch einige der mächtigsten Firmenchefs amerikanischer Unternehmen sind von diesem Typen gelenkt worden. Die Moral von der Geschichte ist, meiner Ansicht nach, dass man nichts unkontrolliert lassen sollte. Denn das lockt die Wölfe an, die das System austricksen. Und dieses System wurde ausgetrickst. Als ich herausfand, dass er mir eine gefälschte Kiste Wein verkauft hatte, war ich sehr verletzt und fühlte mich wie ein Idiot. Aber die vielen fantastischen Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, wiegen den Ärger bei weitem auf. Ich habe ihm also verziehen. Wenn ich an ihn denke, und ich denke ziemlich oft an ihn, kriege ich diese zwei Seiten nicht zusammen. Das ist für mich wie schwarz und weiß. Ich habe es nicht versucht, aber ich würde ihn sehr gern wiedersehen. Eines Tages werden wir hoffentlich zusammensitzen, dann werde ich ihn fragen, was das alles sollte.